Liebe Erwitterinnen und Erwitter, seit unserem letzten Video ist eine ganze Menge hier bei uns in Erwitte passiert. Also Grund genug, hier einmal über die Entwicklung der letzten Monate zu berichten. Und warum wir uns hier im Schlosspark befinden, das verrate ich Ihnen später. Beginnen möchte ich mit einem wichtigen, aber eher unschönen Thema. Der völkerrechtswidrige Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar hat unvorstellbares Leid über die dort lebenden Menschen gebracht. Tausende Menschen flüchten vor dem Krieg und finden auch bei uns in Erwitte Schutz und Sicherheit vor dem Grauen in ihrer Heimat. Einher geht auch eine Energiekrise. Gas und Strom, Benzin und viele Güter unseres täglichen Lebens wurden erheblich teurer, was Sie als Bürgerinnen und Bürger zum Teil sehr schmerzhaft spüren. Und auch eine Stadtverwaltung bekommt die Folgen des Krieges zu spüren. Doch wir sind vorbereitet. Neben der Bereitstellung und Herrichtung von städtischen Unterkünften für Geflüchtete und einer beispiellosen Hilfsbereitschaft durch ein starkes ehrenamtliches Engagement bereitet sich die Stadt und der Katastrophenschutz auch auf viele veränderte Lagen vor. Sei es durch Energieeinsparmaßnahmen oder mit Schulungen zur Information der Bevölkerung, um Vorsorge zu treffen. Corona und Naturereignisse wie der Starkregen in 2021 oder dem Orkan im Juni diesen Jahres haben gezeigt, wie wichtig kommunale Krisenprävention und die Stärkung der örtlichen Gefahrenabwehr ist. Wir als Stadtverwaltung und ich als Bürgermeister nehmen dieses Thema sehr ernst und arbeiten gemeinsam an einer strategischen Krisenvorsorge. Aber warum sind wir jetzt hier in unserem Schlosspark, dem grünen Herzen unserer Kernstadt Erwitte? Die hier befindlichen Einrichtungen sind elementar für die Vitalität unserer Stadt. Sei es durch das Krankenhaus oder die Pflegeeinrichtung im gesundheitlichen Bereich, durch die gerade eingeweihte Kindertageseinrichtung der Lebenshilfe im pädagogischen Bereich und das Ensemble des Böllhoffhauses, Festhalle und natürlich unserem Schloss im kulturellen wie touristischen Bereich. Ich freue mich, dass das Schloss durch die neuen Pächter mit Gastronomie und Hotel wieder Leben eingehaucht bekommen hat. Und auch unsere traditionelle Schlosskirmes wieder ein tolles Fest geworden ist. Deshalb möchten wir unseren Schlosspark auch zukünftig durch eine Neugestaltung erhalten und verbessern, wofür wir uns bereits initiativ auf eine Bundesförderung beworben haben. Wir bleiben beim Thema Stadtentwicklung, wechseln jetzt aber an einen Ort mit viel Potenzial für Erwitte. Willkommen auf dem Gelände des ehemaligen Zementwerks der Firma Seibel und Söhne im Erwitter Süden. Im Hintergrund sehen Sie ein in großen Teilen stillgelegtes Zementwerk, das wir bis 2024 gemeinsam mit den Eigentümern räumen und für eine andere wirtschaftliche Nutzung entwickeln werden. Wir haben hier 11 Hektar Gewerbefläche, die wir wieder nutzbar machen können als Gewerbe- und Industriegebiet. Wir haben hier die Möglichkeit, regional ansässigen Firmen weitere Entwicklungsmöglichkeiten zu bieten. Wir stärken natürlich den Wirtschaftsstandort Erwitte und uns gelingt es natürlich auch, die Stadt entsprechend zukunftsfähiger zu gestalten. Das Besondere an dem Standort ist, dass wir aus einem stillgelegten Werksgelände eine neue Gewerbe- und Industriefläche machen, die wir interessierten Firmen entsprechend anbieten können. Das gelingt uns in Abstimmung mit der Landesplanung, weil wir hier eben auf einem ehemaligen Werksgelände sind, was entsprechend wieder nutzbar gemacht wird. Und das ist in Zeiten restriktiver Landesplanung keine Selbstverständlichkeit. Aber wie sieht das in dieser Branche eigentlich mit dem Klimaschutz aus? Als einer der größten Standorte der Zementindustrie in Europa erlebt auch Erwitte große Herausforderungen, denen wir uns aber gerne stellen. Aus diesem Grund haben wir uns gemeinsam mit unserer Nachbarstadt Geseke auf den Weg gemacht, klimaneutrale Zementregion zu werden. Wir werden dafür von der Landesregierung gefördert und haben die Projektstelle mit Herrn Dr. Brexel besetzen können. Die ersten Gespräche mit allen Projektpartnern aus der Industrie fanden bereits statt. Schauen wir als nächstes in das Kurviertel nach Bad Westernkotten. Auch hier wird in den nächsten Jahren einiges passieren. Angefangen mit der Neugestaltung der Kurpromenade zwischen Ortskern und Solitherme. Das Land NRW hat bereits Förderungen für den ersten Bauabschnitt in Höhe von 250.000 Euro zugesagt, sodass der Umbau bereits im kommenden Jahr 2023 starten soll. Darüber hinaus wird der Mühlenbach renaturiert und mit einem Radweg nach Erwitte nicht nur eine Mobilitätslücke geschlossen, sondern auch eine wichtige Verbindung zwischen diesen beiden Ortsteilen geschaffen. Wandern wir von unserem Hallbad im Osten zu einem unserer westlichen Ortsteile und befinden uns am neuen Soccercourt in Horn. Ein tolles Beispiel für die städtische Sportförderung in den letzten Monaten. Hier rollt im wahrsten Sinne des Wortes endlich der Ball, unabhängig von der Witterung. Die reine Bauzeit lag ungefähr bei einem halben Jahr. Die haben im Frühsommer angefangen und jetzt im November ist er soweit fertig, dass man ihn nutzen kann. Dadurch, dass er auch mit öffentlichen Mitteln gebaut worden ist, er ist gefördert von Land und vom Bund, ist das ein rein öffentlicher Platz. Also den kann eigentlich jeder benutzen, sollte natürlich pfleglich behandelt werden, aber grundsätzlich steht er jedem frei zur Verfügung. In dem Sinne wünsche ich natürlich allen, die diesen Soccerplatz nutzen, insbesondere ich sag mal, den Jugendlichen und Kindern hier viel Spaß mit dieser tollen Anlage. Sie ist, wie der Bürgermeister schon betont hat, bei jedem Wetter bespielbar, auch bei schlechtem Wetter. Wir haben eine eigene Flutlichtanlage, sodass wir hier vollends ausgestattet sind, was den Spielbetrieb angeht. Sprechen wir über ein weiteres
Zukunftsthema: nachhaltige Mobilität. Ich freue mich, dass auch die Ortsteile untereinander besser verbunden werden. So konnte der erste Teil des neuen Radwegs zwischen Märklinghausen und Horn eingeweiht werden. Radfahrer kommen so schnell und sicher über das Land. Der zweite Bauabschnitt schließt künftig die gesamte Lücke für die Menschen vor Ort, aber auch die Radtouristen aus dem Kreis Soest. Wie Sie sehen, ist wieder einiges passiert in den letzten Monaten und es bewegt sich vieles hier in Erwitte. Ein Jahr mit Krieg und Krise, aber auch vielen hoffnungsvollen Entwicklungen für unsere Stadt nähert sich dem Ende. Und wir gehen auf Weihnachtszeit und Jahresende zu. Ich wünsche Ihnen an dieser Stelle ein besinnliches Weihnachtsfest, gerade in diesen Tagen. Und für das neue Jahr Glück, Zufriedenheit, Gesundheit und insbesondere auch Zuversicht.